Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es wieder um die Neverending Story bei Senec. Ihr habt ja schon auf meinem Kanal darüber wahrscheinlich was gehört oder meine anderen Videos dazu gesehen. Hier gibt es wieder einige Neuigkeiten und hierzu habe ich auch wieder jemanden zu Gast, und zwar den Jochen Schambacher von SPL Rechtsanwälte. Ja, hallo Marc, vielen Dank, dass ich wieder bei dir sein darf. Wir vertreten ja mit unserer Kanzlei SPL Rechtsanwälte Senec Geschädigte in ganz Deutschland. Und hier gibt es zu den jüngsten Brandvorfällen Anfang August diesen Jahres spannende neue Entwicklungen der vergangenen Wochen, über die wir gerne sprechen würden. Und wegweisende gerichtliche Entscheidungen, ein rechtskräftiges Urteil des Landgerichts Münster, das wir deinen Zuschauern auch nicht vorenthalten wollen. Jochen, was gibt's denn Neues zu Senec zu erzählen? Ja, zunächst, was gibt es für Neuigkeiten bei Senec? Die betroffenen Speicher sind weiterhin gedrosselt, die Ladekapazität ist beschränkt, die Ladeleistung ist beschränkt, die Entladeleistung ist beschränkt. Die Kunden schauen also weiterhin, muss man so sagen, in die Röhre, und auch die Brandursachen sind weiter ungeklärt. Bei unseren Mandanten fällt auf, es werden vermehrt Wechselrichter anstelle der Zellmodule ausgetauscht. Gegebenenfalls sind daher, so unser Verdacht, neben den Batteriemodulen für die Brände Anfang August diesen Jahres auch gegebenenfalls die Wechselrichter brandursächlich gewesen. Senec hüllt sich dazu in Schweigen, aber wir sehen hier zwei mögliche Interpretationen. Entweder das Unternehmen kennt die jüngsten Brandursachen, will sich aber dazu nicht äußern, oder aus unserer Sicht sogar noch beunruhigender, die Ursachen der Brände sind weiterhin selbst dem Unternehmen unbekannt. Dafür spricht, dass es nach den ersten Bränden stets die Zusicherung gab, die Ursachen seien unvorhersehbar gewesen. Nun wurde aber die Batteriemanagement-Software weiterentwickelt. Künftige Brandursachen dieser Art könnten erkannt werden und verhindert werden. Künftige Brände aus diesen Gründen seien ausgeschlossen. Naja, hinterher hat es immer wieder gebrannt und solche Ankündigungen fehlen bislang. Senec meint nur, die Untersuchungen der Defekte dauern noch an. Das ist aus unserer Sicht nicht sonderlich beruhigend. Einige Händler, sowie auch Senec, bieten Kunden jetzt auch kostenlose Erweiterungsmodule an. Wir erwarten auch, dass dies die mit der Mail vom vergangenen Freitag vielen Kunden für Ende Oktober angekündigte Lösung von Senec sein wird, also eine Ausweitung dieses Erweiterungsprogramms, nenne ich es mal. Für die Kunden stellt sich die Frage, wie sie mit solch einem Angebot umgehen sollen. Aus rechtlicher und praktischer Sicht haben die uns vorliegenden Angebote, insbesondere im Kleingedruckten, deutliche Haken, weshalb wir hiervon abraten müssen. Zum einen, also sowohl die Händler als auch Senec wird sich in diesen Fällen die Modulerweiterung teuer gegen einen Verzicht auf die Garantieansprüche der Kunden abkaufen lassen. Senec wird damit für die vermeintliche Erfüllung der Garantiepflicht der vollen Ladekapazität einen Verzicht auf genau diesen Garantieanspruch fordern. Da stellt sich die Frage, warum sollten Kunden für die Erfüllung eines Rechts auf dieses Recht verzichten? Senec schuldet die vereinbarte Kapazität aus dem Garantievertrag, und auch die Leistung des Speichers schuldet Senec sowie die Händler aus Garantie und Gewährleistung. Aus unserer Sicht versuchen Senec und die Händler nun, Kunden sozusagen die Pistole auf die Brust zu setzen. Lass uns deinen Speicher mit einem Zusatzmodul erweitern und verzichte auf deine Kundenrechte, oder dein Speicher bleibt weiterhin in der Kapazität beschränkt. Und das muss ich so deutlich sagen, das halten wir für eine Unverschämtheit, denn nichts anderes schulden die Händler sowie Senec dem Kunden ohnehin schon, und das auch ganz ohne Rechtsverzicht. Also, dass da dann jetzt hier vertragliche und gesetzliche Rechte sozusagen abbedungen werden sollen dafür, dass Senec seiner gesetzlichen und vertraglichen Pflicht nachkommt, das halten wir schon für sehr, sehr weitreichend, um es zurückhaltend zu formulieren. Das nächste Problem ist auch, es ist nicht klar, wie weitreichend diese Rechtsverzichte sind. Senec schreibt in den uns vorliegenden Vereinbarungen, dass die Garantierechte hinsichtlich der Kapazitätsbeschränkungen abgetreten werden sollen. Aber da stellt sich die Frage, was ist mit den Garantieansprüchen wegen beispielsweise einer beschränkten Ladeleistung? Denn das muss ja auch mal gesagt werden, der Konditionierungsbetrieb beschränkt nicht nur die Ladekapazität, der schränkt auch die Ladegeschwindigkeit ein, also die Geschwindigkeit, mit der der Speicher sich füllt. Und hier haben wir festgestellt, dass üblicherweise ab einem
50-prozentigen Füllstand des Speichers die Ladeleistung um die Hälfte abnimmt. Also das bedeutet, ein Speicher, der beispielsweise mit 10 Kilowattstunden 5 Kilowattstunden gefüllt hat, der lädt die weiteren 5 Kilowattstunden nur noch mit halber Geschwindigkeit, und das wird für Kunden gerade in der kalten, dunklen Jahreszeit ein deutliches Problem werden. Also da könnten sich deutliche Nachteile für Kunden ergeben, die jetzt noch gar nicht absehbar sind und die mit so einem Rechtsverzicht dann auch nicht mehr geltend gemacht werden können. Deshalb ist aus unserer Sicht da Zurückhaltung geboten. Ein weiteres Problem, das liegt auf der Hand: der Speicher mit den problematischen Zellen wird nicht repariert, sondern nur erweitert. Kunden haben immer noch einen defekten Speicher, bloß sozusagen mehr davon. An den Zellen, die nun erstmal die Kapazitätsbeschränkung verursacht haben, ändert sich nichts. Es kommt nur ein zusätzliches Zellmodul hinzu. Und da muss natürlich auch den jeweiligen Betroffenen klar sein, wer einen 10 Kilowattstunden Speicher hat, der profitiert letztlich gar nicht von so einem Angebot, denn hier ist die maximale Ladekapazität verbaut und eine Erweiterung ist gar nicht mehr möglich. Das nächste Problem, das sich aus unserer Sicht ergibt, ist: Senec war in der Vergangenheit mit dem Rollout von solchen Reparaturmaßnahmen extrem langsam. Defekte Module werden ja seit März 2022 ausgetauscht, aber das Unternehmen hat schon damals häufig Monate gebraucht, um diese Module auch auszuliefern und ein weiterer Flaschenhals auch zu montieren. Senec hat jetzt also für Ende November, also in einem Monat, erst die Vorstellung weiterer Schritte angekündigt. Selbst wenn Ende November also die Modulerweiterung als Lösung angekündigt wird, wird es in zehntausenden Fällen weitere zurückhaltend Monate benötigen, unserer bisherigen Erfahrung nach. Und viele Kunden, die sich für die Lösung entscheiden, werden sich noch lange gedulden müssen. Umgekehrt gilt auch hier: wer zuerst kommt, malt zuerst. Wer deshalb seine Rechte jetzt verfolgt, der profitiert davon, dass er dann nicht in die Phase fällt, wo Senec dann Ende November gegebenenfalls mit zehntausenden Serviceterminen beschäftigt sein wird. Schließlich, das muss man auch so deutlich sagen, ist die Erweiterung aus unserer Sicht auch eine Art Kapitulationserklärung. Denn mit einem sicheren, uneingeschränkten Betrieb scheint Senec nicht mehr zu rechnen. Sonst würden die Fachhändler dieses Angebot ja gar nicht machen. Was das über die Zuverlässigkeit von Senec aussagt, dass jetzt nun seit anderthalb Jahren gebetsmühlenartig wiederholt Brandgefahren seien durch Software-Updates zu beseitigen, sollte jeder für sich selber entscheiden. Also wir haben von Anfang an bereits im April 2022 gesagt, dass sich defekte Batteriezellen und Kurzschlussgefahren nicht durch Programmiercode beseitigen lassen. Und diese Einsicht scheint nun wohl so langsam auch bei Senec angekommen zu sein. Okay, gut. Und wie sieht es eigentlich jetzt mit laufenden aktuellen gerichtlichen Verfahren, zum Beispiel auch bei euch, aus? Gibt es da Neuigkeiten zu berichten? Ja, an der Stelle freuen wir uns, berichten zu können, dass wir nun nach monatelangen Gerichtsverfahren und harten Kämpfen vor den Gerichten jetzt die ersten rechtskräftigen Entscheidungen erstreiten konnten. Denn auch das ist klar: mit jedem Speicherbrand, mit jeder Fernabschaltung folgen die Gerichte mehr und mehr unserer Ansicht. Vor dem Landgericht Münster haben wir inzwischen ein rechtskräftiges Anerkennungsurteil erstritten. Der dortige Händler hat die Klage unserer Mandantin vollumfänglich anerkannt. Das heißt, die Mandantin bekommt den gesamten Kaufpreis für den Speicher über 15.000 Euro abzugsfrei erstattet. Der beklagte Solarhändler trägt darüber hinaus sämtliche Kosten unserer Mandantin außergerichtlich und gerichtlich. Wir haben somit auf gesamter Linie gewonnen. Nach unserer Erkenntnis ist das auch das erste rechtskräftige Urteil in Deutschland, in dem einem Mandanten der gesamte Speicherpreis umfassend und abzugsfrei erstattet werden konnte. Da sind wir auch, das kann ich auch so deutlich sagen, sehr stolz drauf, denn wir haben hier Wege gefunden, wie diese Prozesse deutlich schneller vonstatten gehen können, als es in der Vergangenheit der Fall war. Hier war das jetzt relativ schnell, binnen circa 2 Monaten möglich, weil wir die Klage vor allem auch auf den Widerruf stützen konnten. Dazu hatten wir ja schon in anderen Videos gesprochen. Auf die Mängel des Speichers kam es deshalb gar nicht mehr an. Wir sind da auch sehr froh, dass wir durch eine detaillierte Auswertung der maßgeblichen Verträge da eine Möglichkeit gefunden haben, auch ohne langwierige Sachverständigengutachten in gerichtlichen Verfahren den Anspruch auf Kaufpreiserstattung durchsetzen zu können. Denn mit diesen falschen Widerrufsbelehrungen ist der Widerruf möglich und der Kaufpreis muss erstattet werden. Ob der Widerruf dann erklärt wurde, weil der Speicher auch noch mangelhaft ist, spielt dann keine Rolle mehr. Das ist, das kann man so deutlich sagen, das effizienteste Vorgehen. Und mit diesem zweiteiligen Vorgehen, Widerruf und Rücktritt, haben wir von SPL den Weg gefunden,
um effizient den Kaufpreis erstattet zu verlangen. Hier haben wir aus unserer Sicht das effektivste Vorgehen gefunden. Wir rechnen damit dann auch, dass aufgrund der tatsächlich hunderten Verträge, hunderten Widerrufsbelehrungen, die wir inzwischen ausgewertet haben, auch entsprechende Kaufpreiserstattungsansprüche für unsere Mandanten in der Zukunft ähnlich zügig durchsetzen zu können. Wer von dem Widerruf profitieren will, sollte allerdings auch schnell sein. Bislang hatten, wie gesagt, die hunderten Widerrufsbelehrungen, die wir geprüft haben, alle aus ähnlichen Gründen Unwirksamkeitsaspekte, die wir angreifen konnten. Doch gilt auch bei unwirksamen Widerrufsbelehrungen, die Widerrufsfrist läuft nicht unendlich. Wir bieten kostenlos ein Widerrufsformular an, das die betroffenen Kunden ausfüllen können und an ihren Vertragspartner schicken können, um sich ihre Rechte frühzeitig zu sichern. Wer hieran Interesse hat, der kann einfach gerne unten in der Videobeschreibung unser Kontaktformular anklicken und ausfüllen und wir senden den Kunden das Widerrufsformular kostenlos zu. Darüber hinaus bieten wir auf dem Weg auch weiterhin kostenlose Erstberatungen an, in denen das optimale Vorgehen besprochen wird. So, das war natürlich wieder sehr, sehr viel interessanter Stoff, den du uns da mitgeteilt hast. Genau, das war es von unserer Seite. Sehr spannende Entscheidung des Landgerichts Münster. Sehr spannend auch das weitere Vorgehen von Senec mit den Erweiterungsmodulen. Wie gesagt, wir nehmen an, hier wird diese Ankündigung Ende November kommen, was sich Senec bis dahin tatsächlich überlegt. Und welche weiteren Schritte Senec da ankündigen wird, da sind wir aber im Detail auch noch gespannt und darüber werden wir sicherlich auch noch mal zu reden haben. Also kommen wir an dieser Stelle auch zum Ende des Videos. Hier an dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an dich nochmal, Jochen, für die Zeit, die du hier für uns hattest. Also wir sagen damit Tschüss und auf Wiedersehen. Vielen Dank, Marc. Tschüss.